Warte, Motorrad auswählen. Ich fahr die eh, ne? Jetzt. Ah, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Hallo, Dino. Hä, was ist jetzt los? Warte mal. Ich häng fest. Hm? Hä? Was für ein Testing jetzt? Mein Bike ist kaputt. Dann steig ab, mach's weg. Und setz es neu. Ja, ich muss doch gerade noch das Inventar hin und her klicken, weil alles voll ist. Nee, geht nicht. Hä? Ja? Hä, was ist denn da jetzt los? Du bist komisch. Wie steht's da drüber? Nee, das gibt zwar Töne von sich, aber will nicht. Lauf. Wahrscheinlich, weil es drittes ist. Ach, das verpackte wahrscheinlich. Das könnte sehr gut möglich sein. Das könnte sehr gut möglich sein. Wenn Raptoren kommen, also Vorsicht. Die ja, und noch anderes geht gelaufen. Hier. Noch anderes geht hier. Oder wie riesig die Base von hier schon aussieht. Ja, aber glaube ich, wird jemand so groß wie das Aqua Headquarter? Niemals. Boah. So viel Zeit habe ich gar nicht. Noch hast du Urlaub. Ja, aber ich habe anderes Zeug zu tun. Ach, immer deine Witze. Gibt auch andere Spiele noch, die ich spielen muss. Ja, du könntest auch zum Beispiel mal herkommen und gottverdammte Dings einkaufen. Mal was mit dem Motorradclub tun, ne? Ich? Warum? Schon gemerkt. Bett mir wieder ein. Ich kann da nichts kaufen. Was soll ich denn da kaufen? Stimmt. Verdammt. Ich kann ja gar nichts machen, das ist das Problem. Also, ja, das was ich machen kann, ist hier die Mission zahlen, aber mehr nicht. Ja, oder Rockstar Games mal eine E-Mail schreibe, was der Scheiß soll. Ansonsten kann ich da nichts machen. Niente. Was echt doof ist, ne? Ihr habt gemeinsam einen Laden, nur du bist der Einzige, der was machen kann. Ah ja. Und der Vizepräsi? Nein. Aber Estafit? Nein. Ich bin gemütlich zu dir rüber, ne? Ein bisschen eine Freude, wenn wir hier machen. Was noch cool wäre, wären jetzt so Ausdauer, Punkte vergeben und so weiter. Das wäre cool, also, dass sich das hochlevelt. Das wäre schön. Soll das nicht sogar kommen? Ich weiß es nicht. Ja, aber das scheint so eine Sache, die noch nicht ganz so wichtig sind. Mikrofon muted. Mikrofon jetzt. So. Ich mute mich mal noch des Öfteren. Räusper. KNB Bärenhöhle. So geil. Knüttelbären Bärenhöhle. Das schmeiß ich hier in den Container rein. Oh, da kommt irgendwas angerannt zu dir. Irgendwas Vierbeiniges mit Schwanz. Ist mir? Draußen an der Basis, ja. Wo? Oh, das ist eins von den kleinen Viechern, die da rumrennen immer. Ach, das ist so ein kleiner. Ach so. Na dann. Was wir jetzt noch bräuchten, wäre so eine Heilstation. Ja. Captain, ihr Helm. So, jetzt mal die ganze Erze da reinschmeißen. So, das war's ja schon. Krass. Gut. Warte, nee, nicht da rein, sondern da rein.
Fiber kommt da rein. Pflanzbötig haben wir jetzt schon 7 Stück insgesamt. Sehr schön. Brauche ich mal kurz Ordnung, das sieht ja gar nicht der Fall aus. Hast du gesagt, die Lichter sind auf 3, ne? Pflanzenlichter. Ja, 3 auf 3 mache ich die, genau. Kraftstoffzelle, Hydrogenzelle habe ich auch noch. Wo ist der Tank? Da. andere Kraftstoffzelle würde ich jetzt mal in die Cargo-Box hier rein tun, ne? Ja. Sauerstofffläschle auch. Wobei, das kann man fast beäumen lassen, falls man es mal braucht. Machst du das mit dem Biotop? Ja, kann ich machen. Gott, da kennst du dich besser als ich. Brauche primär erstmal eh Tomate und so weiter. So, einmal. Kannst du ein Dings bauen? Weil von den Tech 2 Abbauer. Wenn ich Neodymium dafür hab, ja. Hast du? Alles drin. Ja, dann bekommen sie dieses natürlich. Guck mal, was da schön steht. Aber das Baumodul ist inzwischen richtig geil geworden, wie sauber das jetzt läuft und sich also Randmagnete, das ist echt geil gemacht. Mhm. Ach, Pflanzenlichter sind nur auf 9 stackbar, echt? Ja. Krass. Na gut, dann halt nicht. Und Dings hast du auch schon. Pflanzlicht, ja. Nee, nicht die Pflanzlicht. Tech 2 habe ich schon in Auftrag gegeben, ja. Die Drills dazu brauchen wir halt auch, ne? Ah, stimmt. Sekunde, bitte. Weil ohne Drills wird das schwierig. Episele. Ja. Ja, ich lass mal 10 Stück machen. Das sind 30 Stück insgesamt, das soll passen. Gut. Kannst du eigentlich auf den Constructor zugreifen, wenn ich darauf zugreife? Mhm. Kann ich nicht. Okay. Und Bimmels. Okay. Guck mal. Schön sind sie, gell? den alten schmeiße ich auch mal da rein. Mal gucken, vielleicht können wir die irgendwann verwerten oder so. Das wäre schön. Der Container hier, der ist nur für Rohstoffe, ne? Ah, okay. Hab ich den mal hingestellt. Die anderen zwei, da kannst du erst einschmeißen. All around. So, jetzt den haben wir großen hier, hier, oder wen meinst du? Die zwei großen, ja. Zwei. Das sind 2 Stück. Ah, okay. Ah, ich sehe es. Okay. Dann kommt das auch da rein. Das Pflänzchen kommt auch mit dazu. Dann kommst du noch da mit rein und dann passt das Ganze ja schon. Ich brauche nur noch ein bisschen Munition für meine Knarre und dann bin ich glücklich. Die musst du aber bauen. Fürs Gewehr oder was? Genau. Also was ich gesagt habe, wir brauchen Tomaten. Kürbel, warte mal, ich komme kurz nach. Wo war es denn da? Nomaden, Space Marine, Kürbis, genau. Ja, Schnauze. Ah, Kürbis, okay, doch, das war falsch. Können wir ja Spoiled Food Hammer. Wir haben Hydrogen, was fehlt da? Stahlplatten, okay. Ich kann mal kurz mal Stahlplatten raus und werde Pflanzenbeete herstellen. Dass wir da ein bisschen versorgt sind. Feuer. Okay. 11 Stück können wir machen, das passt. Stimmt das? Fasern.
Ah, nicht ganz. Fasern, 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 Fasern. So, abgenügend Munition. Vorläufig. Und Nahrung geht aus. Eieiei. Komm, ess. So ist brav. Geh gleich unser Bike wieder. Mal kurz testen und dann suchen wir unterwegs noch Fasern. Jetzt klappt's wieder. Halt hier irgendwie verbuggt. Keine Ahnung. Ist nicht schlimm, ich gehe da jetzt mal noch Eisen farmen. Okay. Sekunde bitte. So, jetzt. Wenn gar nichts mehr hilft, ich hab aber noch Kräuterschnaps. Na, wissen wir ja, Kräuterschnaps hilft bei allem. Auch bei Kopfweh. Bestimmt, ja. Jägermeister. Ich habe einen Winterjägermeister Honig, bei mir. Honig, da gibt's Honig, denkst du. Also nicht Met, sondern wirklich Honig, Likör und so ein Scheiß. Das burnt richtig. Ja gut, Met ist ja Honig. Ja, Met ist, ja, ist aber ein, im Endeffekt, was ist Met? Met ist ja eigentlich mehr so ein Brandwein. So ein Wein. Nee, Met ist wirklich gegorener Honig. Ja, aber es ist ja nicht so hochprozentig. Achso, auf das bezogen, nee. Das ist richtig. Gibt aber auch Liköre von dem Scheiß. Okay. Weiß ich immer noch pervers finde, ich Kräuterteufel, mein. Oh. Was waren es nochmal? 80%, was der Scheiß hat? Na Quatsch. Nee, du musst auch zünden. Dann zündest du auch, da ist extra so ein kleines Tongefäß. Mit so einem Griffle dran, sieht recht knuffig aus, aber mit so einem kleinen süßen Henkel. Da passt nicht, da passt ja gar nichts durch. Ich nehme mal, egal. Das wird zu vulgär. Und da wiederum, das tünnst du alles so 10, 20 Sekunden Brenner, bis er halt warm ist und dann ausblasen, runterkippen, das machst du zweimal. Dann drehst du zwar, aber hilft sehr, sehr gut im Hals. Ach, fuck. Oh, und so einen Trick Piep. Gibt's nicht mehr, gell? Welchen? Dass du rechte und linke Maustasche zum Schnellabminern. Geht nicht mehr? Nein, weil das Teil auch jetzt Dings-Rechtsklick hat. Resourcing Minern, Terrain, Remodeling. Echt wird? Ja, was ist das, wenn ich das drück? Wow! Okay. Ah, das ist nicht. Ah, ich sehe es gerade, okay. Resource Mining, Terrain Removen, Füller und Flatting. Ach man! Finde ich es aber doof. Ja gut, man kann nicht alles haben. Was will man machen? Dafür hast du ja einen Hoberwessel bald. Ja, auch wahr. Achso, Oh, ich habe noch viel Ladung mitgenommen, ich voll Idiot. Ja, egal. Also abmeinern dauert jetzt aber schon eine ganze Weile. Mhm. Deshalb müssen wir so schnell wie möglich, so schnell wie möglich auf Masperon und Co. der Restrum und Zastosium besorgen. Wieso? Ah, weil wir dann die Dings, Tag 3, Autominer installieren können. Ach, in dem Gerät, ja, das stimmt. Ja, natürlich. Wieso? Das wird doch trotzdem aufgesammelt beim, wenn du Bohrer nur hast. Das wird trotzdem aufgesammelt, nur mit dem Dreier geht's halt weitaus schneller. Da muss allerdings dann zu zweit am HV hocken. Einer muss es bedienen und der andere lenkt. Hä? Nee, ich rede von den automatischen. Die Bots. Ach so, die meinst du, ja. Ja, die stellst du auf, bist du rennen, fertig. Was nach einem, nach 24 Stunden hast du so viele Ressourcen, dass du gar nicht weißt, wohin damit. Ist wirklich so. Okay. Glaubst du nicht, dass ich jedes Feld abmeine? Okay, mit dem Bohrgerät würde ich sogar machen. Alter, da würde ich Tunnel graben bis sonst wohin, das sage ich dir. Das wäre vielleicht gar nicht so eine dumme Idee, ja. Weißt du, und dann Straße da, und dann gerade Schienennetz draus basteln. Ja, aber du weißt ja, du kannst bloß 200 Blöcke in eine Richtung, glaube ich. Ja, stimmt. Also A 600 Meter. Mein Block hat da drei Höhe. Ja. Nö, aber mit dem, Abbaugerät geht es, mit dem Tag 2 Gerät geht es schon einiges schneller. Natürlich. Das ist angenehmer, weil nichts einsammeln muss. Ja, nicht nur das, es hat auch höhere Range und baut weiter schneller ab.
Ja, und wenn du den Dreck... Früher war es ja so, wenn du Gesteinsmehl haben wolltest. Ja. Dann hast du ja im Endeffekt überall draufhalten. Dings nur auf das Geriffel Schwarze da draufhalten ja, müssen, ne? Das geht jetzt überall. Okay, cool. Ist egal, wo du bohrst, du kriegst automatisch Gesteinsmehl raus. Ah, ist ja schön. Also der Schotter halt. Ja. Magnesium 106, da können wir das aber. Apropos. Overwessel. Nein, ich habe noch kein Level 10. Was fehlt denn dafür? Noch ein bisschen mehr wie ein Level. Das wird meine erste Anschaffung jetzt werden. HV. Na, wenn du HV, dann mach ich SV. Obwohl, das liegt ja eh alles zusammen verschwächt. Ja. Ach mein, das war damals so schön. Ich vermisse es gerade. Links und rechts klickt, das ging so schnell. Aber ich finde es nicht verkehrt, somit hast du dir einiges an Arbeit gespart, was die ganze Abbaugeräte und Geräte an sich betrifft. Vor allem brauchst du nicht mehr so viel rumschleppen mit dir, was die ganze Ladung bezüglich ja ist, ne? Weil ja vorhin hast du dafür eine Ladung gehabt, dafür eine Ladung. Hast du glaube ich einen Strich drei Ladungen gehabt dabei. Flatter, abbauen und reparieren, ja. muss das mal reichen. Na, ich will da raus, jetzt mach mal. Und dann geh ich jetzt zum Eisenerz, holen wir das noch. Ich mach grad das Kupfer weg. Gut. Ja, du hast bequem, ist ja direkt vor der Haustür. Ja, aber weg muss weg. Village. Gucken, wo der rote Container ist. Maybe. Achso, und Dings, die Pflanzenbeete wegreißen. Ja. Dann müssen wir aber erstmal rausfinden, wo der scheiß Dinger ist. Der Kern. Ja, und dann müssen wir die Viecher wegnetzen, weil die werden ganz schön böse dann. Ja, das ist richtig. Das ist korrekt. Weißt, wir sind typisch Mensch, kommen auf den Planeten, total fremd und eliminieren ihr jegliches Leben. Sehr toll. Wir können es besser machen wie unsere Vorfahren, Mescher. Lass es uns anders tun. Ja, wir machen es schneller und effizienter. Ah, okay, gut. Ja, ich sag doch, lass es anders tun. Ich bin wie beim Film Avatar, kennst du denn der eine? Der General. Ja. Mit seinem Kaffeebecher im Raumschiff dann drin hockt und dann zusieht, wie sie den Baum zerlegen. Ja, ja. So wäre ich. Nur schlimmer. Ja, das ist wieder scheißegal. Boah, hast du das mitgeregt, was Audi vorhat? Kennst du das eigentlich schon? Projekt Mond? Nee. Wir bauen ja gerade einen Lunar Rover. Okay. Ein Quattro Lunar Rover. Wollt ihr jetzt noch in der All rausgehen, wenn es mit Autos nicht klappt, oder? Nicht nur, ne, aber die wollen halt wissen, was auf dem Mond alles ist. Ja. Weil der Mond wird unsere nächste Anlaufstation, was Ressourcen betrifft. Gerade was Energie betrifft. Ja, du musst ja die Energie aber effizient transportieren können, das ist halt das größte Problem. Das lässt sich dann gewerkstellen irgendwie. Teleportation. Ja, die werden schon eine Möglichkeit finden. Außerdem gibt es ja noch, wie heißen sie? Die Raumfahrtbehörde da in den USA, also nicht NASA, die NASA, sondern die privatisierte, wie heißen sie, von dem Chef von Tesla und Co. Ach ja, ja, ich weiß, was mein Chip auf der Mars. Ja, aber der hat ja jetzt schon Dings lukrative Geschäfte gemacht, indem er ja diese Raketen entwickelt hat, die das Zehnfache an Kosten einsparen, weil sie selbstständig wieder zur Erde zurückkommen und wiederverwendbar sind. Lol. Die landen selbstständig dann. Also die haben lassen einen gewissen Teil vom Treibstoff drin und dann, wenn sie runterhageln, suchen sie sich ihr Ziel, wie eine CISU-Rakete, und dann landen sie. Kannst du immer wieder verwenden. Ja, so viel zum Thema Kosten sparen, USA hat erst Geld, weißt du? Und da denkt sich so, warum überhaupt Geld ausgeben, wenn man sparen kann. Richtig. Ist ja Tatsache. Ja, der Typ ist nicht dumm. Elon Musk heißt der, genau. Ja, stimmt, hab ich gehört. Der, wo PayPal erfunden hat und verkauft hat und dann
Tesla und weiß der Geier. Geschäftsmann halt. Der weiß, wie man Geld macht. Der ist einer der reichsten Amerikaner. Also wirklich den reichsten Amerikanern, ohne Kredite. Ja. Oh, hast du es mitgekriegt? Die eine Ex, die vom Bowler. War das doch klar? Nadia Abdel Fakta, die ist ja im Grunde Insolvenz, ne? Ja. Und hat einen Job abgelehnt. Das ist so doof. Klar, es wäre eine Sexmesse gewesen, aber ey, was willst du denn erwarten, dass sie noch irgendwas Positives kriegt? Und vor allem, der Superman of Financial kümmert sich um sie, Peter Zwegert. Es gibt eine Peter Zwegert Actionfigur, jetzt ohne Scheiß. Echt? Ja, irgendwo, glaube ich, kriegst du aber nur vom amerikanischen Markt, aber ich fand das so geil, Alter. Oder was? Ja, das muss ich irgendwie rumgesprochen haben, ich habe keine Ahnung, aber da habe ich mal einen Amazon-Link angeklickt, also über Facebook gepostet wurde, Peter Zwegert Actionfigur, ich so, nee, und dann doch, nee, ah. Oh. Geil. Schon ein bisschen Banane. So, wo geht's denn hier raus? Hier. Da stiefelt ein Ureinwohner da draußen rum. Ja, ich gehe jetzt mal zu denen. Juhu! Ich bin's, Kinder. Grüezi, schauen, was mit euch vor, meine Kinder. Ich habe vor, euch zu fressen. So, das erste, was wir erstmal machen müssen, ist eigentlich die ganze Spawner killen, ne? Ja. Hält aber viel aus. Hat was ausgehalten. Korrigiere mich. Weißt du, was noch cool wäre, wenn du bei EGS eine Farm machen könntest? Mit den ganzen Tieren, damit du Fleischressourcen anbauen könntest. Was ja, was? So Tierzucht wie Alastair Stardew Valley. Ja, genau. Ja, das wäre schön. Das würde mich freuen. Gehen wir kaputt. Ich hab einen gesehen, der hat sich so einen Golem dann als Haustier zugelegt. Lol. Der hat den einfach dann angelockt, weil die sind ja eh so stinke langsam. Ja, es geht ja. Und hat er einfach drumherum dann irgendwas gebaut. Dann mein Golem. Ja. Jetzt rennt der Golem da draußen rum. Fett. Immer halt mit der Absicht, ihm eine reinzuhauen, aber. Ja. Ist ja geil, wenn die so wären wie die Riesen da bei Skyrim, Alter. Ein Schlag und du fliegst erstmal Kilometer weit hoch. Ja, da hatte ich mal, ich hätte mal so interessante Beobachter, da beobachten, dass ein paar Banditen so einen Riesenangriff haben. Der Riese schlägt mit der Keule vom Boden und ich sehe den Typ so hochfliegen, so, wow. Ja, das ist normal. Die Riesen solltest du nicht angreifen. Und wechseln sie, ja. Im späteren Verlauf, wenn du den Drache hast, du kannst ja nachher Drachen rufen. Hey, Spoiler nicht so viel, ich hab's nicht durchgespielt. Oh. Warte, jetzt weißt du es. Das ganze Gameplay versaut. Ich ganz voll spoilern. Trickzack. Ich hab's einmal komplett durchgespielt. My Challenge ist jede Aufgabe, jede Quest zu machen. Oh, da bist du eine Weile beschäftigt. Ja, ich schätze schon auf die 400 Folge. Wo ist ich will jetzt auch mal wieder spielen, aber nur weil ich in diese eine Höhle will. Ich sage jetzt nicht, was da drin ist, aber ich möchte es einmal in 4K sehen, ey. Okay. Das ist echt ein Anblick. Wo ist das kleine Krüppelvieh jetzt? Kommst du eigentlich, dass wir das Dorf hier ausradieren, oder? Ich radiere gerade das Kupferding hier aus. Du hast doch nicht gesagt, dass du nicht brauchst. Cool, die bockt es einfach mal gar nicht. Oh doch, die bockt's. Dass ich den Typ killt hab. Die sind leicht in Rage. Aber der Brunner da drüber sieht übelst verdächtig aus. Jetzt könnte da was drin sein. Oh, ich muss nachladen. Warte mal kurz. Bin gleich soweit. Wie, ich hab keine Munition. Hä? Ach nö, nicht wieder der Bug, dass Munition despawnt. Ach, komm doch nicht. Das waren 174 Schuss, als ich rausgenommen habe. Oh, meine Fresse.
Luke, hallo. Luke, du. Ich hab hier wieder das Problem, dass wieder Munition despawnt aus dem Inventar. Naja, kennst du mal noch in der Aufnahme. Auch gucke, wie viel drin war, wie oft ich Nachlader habe und. Ah, wobei, nee, warte mal, halt die Fresse. Das kann sein, dass sie sogar leer ist. Ich habe ein paar Mal nachladen müssen. Ich habe die Spawner weggeknallt. Okay, nix gesagt. Alles gut, nehme alles zurück. Ich vergaß. Da war ja was. Ich stelle mir gerade so vor, wir schmeißen Pucki als Soldat einfach mal im Irak ab. Er kämpft. Munition leer. So, oh, Mann, ey, Georgie. Jetzt habe ich schon wieder Munitions-Dings gehabt. Die Spawn hier. Bernardo, fix den Scheiß mal. Nee, du hast halt ewig nur nachgeladen. Muss halt schon dran denken, dass die Kugeln irgendwann leer gehen. Achso? Pucki, das ist Real Life. Was für ein Scheiß. Kann man das spielen? Ja, ja. Ja. Pucki, du wurdest getroffen. Oh, warte mal. Fahren wir wirklich, weißt du, ich so eine Tasche nur zum Ausroller raus. Enter slash God Mode, Wunde weg, renn los, Metzel alles nieder und alles so. What the fuck? Ich sag halt so, ja, ich hab das Leben gehackt. Oh Mann. Was? Alter Junge, Problem oder was? Aua! Ja, ich bin in 20 Kilometer Range oder was? Mesher, das Vieh cheated. Warum? Ja, aber da wird eine Range von 20 Kilometern, der Penner. Ich war gut wieder 10, 15 Meter von dem weg und der trifft mich natürlich mit seiner imaginären langen Zunge. Scheiß Pinocchio-Verschnitt. Ich du, das gibt's doch nicht. Meine Fresse. Haben wir da rein zufällig schon eine Heilstation? Nein. Könntest du die vielleicht? Vielleicht? Dazu brauche ich ein höheres Level. Ach nö. Du verdienst ja keine XP mehr durch meine und so wie ich es sehe. Aber ich könnte was machen. Warte mal. Hey, du sollst nicht auf die schießen, hör auf! Okay. Die passiert ja nichts. Aber ich brauch die Dings. XP, ja. Einer fehlt, wo ist er? Welches Level brauchen wir eigentlich dafür? Müssen wir mal kurz mal nachschauen. Basis O2, Medistation Level 10. Okay, das fehlt mir auch noch. Ja gut, das hätte ich schon früher wie du. Was hast du denn für ein Level? Weiß ich gerade nicht. Ich glaube 7 oder 8. Oh, Mesher, drück mal L. Hm? Drück mal L. Ja. Permanentes Licht. Cool. Auf L hatte ich eigentlich immer meine Liste gelegt, aber okay. Ups, das war ich. Warte, aber Chat war auf Enter, ne? Ja. Oder auch nicht. Okay, gut, dann nehme ich. Tschüss! So, warte mal. Wer bist du dran? Ja, Erze. Wollte ich eigentlich draußen reinlegen, ne? Wobei, es war auch jetzt in dem Großen hier drin. Achso. Noch belegt. Jetzt nicht mehr. Sehr schön. Zip. Magnesiumpulver. So. Ah, das war der Arme jetzt. Jetzt hat's kracht. Schee. Gut tut's. Fiber. 1, 2, Aloe Vera, das, Sugarcane. Oh, Pflanzbeete, da sind sie ja. Da brauche ich noch kurz die Lichter, da brauche ich eigentlich uns jetzt ein bisschen was zum Futtern an. Kürbis. Hast du die Pflanzenbeete abgebaut bei denen, oder? Ah, nee, sie steht aber jetzt vergessen. Ja, ich kann auch gleich nochmal ausgehen dann.